Hallo? Wir haben schon geschlossen. Max, ich bin's. Susi. Hast du schon Sehnsucht nach mir? Ja. Nein. Tut mir leid. Können wir reden? Dienstlich. Dienstlich. Habe ich was verbrochen? Na, ich hoffe nicht. Okay. Du meinst das ernst? Steh's los. Du hast mich angelogen. Du weißt ganz genau, wer Hans ist. Hans? Der Sohn vom alten Eichinger? Du hast zu mir gesagt, du kennst ihn nicht. Stimmt ja auch. Verarsch mich nicht. Was ist denn los mit dir? Wo warst du Freitagabend? Wird das jetzt ein Verhör? Wo du warst? Bei dir. Danach. Ich bin heim, das weißt du doch. Ja, und kann es jemand bestätigen? Ja, klar. Susi. Nix Susi. Es hat sich ausgesusit. Ich will jetzt von dir wissen, komm, ob du am Freitag... Wir gehen essen. Wieder zum Italiener. Ich lade dich ein. Du beantwortest mir jetzt meine Fragen. Warst du in der Nacht, in der Wolfgang Eichinger umgebracht worden ist, mit Hans zusammen? Jetzt nerv mich nicht! Max! Weißt du was? Ich rede jetzt nur noch mit den echten Bullen. Bitte? Wie lange bist du jetzt schon bei denen, hm? Ein Monat? Zwei? Und jetzt meinst du, du kommst hierher und machst jetzt einen auf Heldin in deinem ersten großen Fall? Du verrennst dich da in was. Überlass das Wühlen im Dreck den Profis und mach du dir deine hübschen Finger nicht schmutzig. Du bist so ein Arschloch. Jetzt pass mal gut auf. Ich weiß ganz genau, dass Hans seinen Vater umgebracht hat. Und wenn ich rauskriege, dass du irgendwas damit zu tun hast, dann reiß ich dir den Arsch auf. Verlass dich drauf.